Hi, ich bin Art von Arts Garten und heute geht es wieder um eine Ernte aus einem Topf und das befindet sich hier drinne. Die Ziegen haben letztens das Grün abgefressen und dann habe ich hier einfach Laub drauf getan, damit da nicht noch mehr Tiere dran gehen oder so. Und das will ich dann jetzt mal rausholen und gucken, ob sich der Anbau im Topf lohnt. Ah, hier sieht man es schon. Es handelt sich um Möhren, weil ich habe zwar Beete, aber die Erde ist hier so hart, dass die einfach nicht gut wachsen würden. Oder die wachsen einfach nicht gut. Ich weiß das aus Erfahrung. Die Möhrchen sind vielleicht so lang und total krüppelig und was weiß ich. Also der Boden muss ja locker sein, damit die tief in die Erde wandern können. Und das ist hier einfach nicht gegeben. Deswegen habe ich das dieses Jahr jetzt mal im Topf ausprobiert. Und dann werden wir jetzt gucken, wie die Ernte ist. Die Sorte heißt Purple Haze. Und ja, hab ich sehr früh im Frühjahr ausgesät. Da stand der Topf noch im Gewächshaus und es hat extrem lang gedauert, bis da mal überhaupt richtige Pflänzchen raus wurden. Und jetzt bin ich mal gespannt auf die Ernte. Ja, war klar. Ich glaube, ich muss den ganzen Pott leeren. Da ist die erste. Boah. Nicht die riesigste, aber größer als im Freiland. Ich tue die mal alle hier rein. Boah. Die sehen auch ganz schön aus von den Farben her. Die heißt ja auch Purple Haze, also die ist so rot-lila ein bisschen. Ja, also das kommt schon Möhren ähnlicher als das, was ich sonst im Freiland hatte. Ja, das kann sich einigermaßen sehen lassen. Natürlich an andere viel größere Möhren, das weiß ich. Aber für mich ist das schon mal ein kleiner Erfolg, weil ich halt sonst einfach nie Möhren ernten konnte. Und auch für diesen Mini-Platz finde ich die Ernte bis jetzt schon sehr gut. Also es ist ja wirklich nicht mal ein Quadratmeter. Es ist keine Ahnung. Hier sieht man meine Hand. Eins, zwei. Und das Schöne ist hieran, dass man sieht, dass man auch Möhren auf dem Balkon oder auf der Terrasse anbauen kann. Ja, sowas hatte ich sonst halt immer. Weil die Erde einfach zu hart war, dass sie da nicht durchkam. Ja, schick. Die wären wahrscheinlich noch länger gewachsen oder weiter gewachsen, hätten die Ziegen die nicht abgefressen. Man sieht das ja hier auch. Die kommen wieder neu raus. Würmchen auch drin. Ja, also ich würde sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier so ein Riesen, ja nicht Riesen, aber so ein Korb voll ist schon beachtlich für diese kleine Fläche. So, hier wiegen wir noch einmal kurz. 1188 Gramm, also über ein Kilo aus diesem kleinen Topf. Und ich schneide jetzt noch mal eine Möhre auf, damit wir die mal von innen sehen können, die Purple Haze. Weil die sieht echt schon schick aus von außen. Und da würde ich auch mal gerne wissen, wie die von innen aussieht. So sieht die jetzt aufgeschnitten aus. Und von innen so. So sieht auf jeden Fall mal anders aus. Jetzt probiere ich die noch mal, die Purple Haze. Schmeckt einfach nach leckerer Möhre. Also ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, Möhren im Topf anzubauen, wenn man keinen Platz dazu hat oder der Boden zu schlecht ist. Weil aus so einem kleinen Topf ein Kilo ungefähr rauszubekommen, etwas mehr, aber man schneidet hier noch die Stiele weg und so. Deswegen ein Kilo ungefähr finde ich schon gut, wenn man dann irgendwie drei Töpfe oder so anbaut.
und man dann im Winter irgendwie 3 Portionen Möhrengemüse macht oder so, finde ich, ist das schon recht gut, weil dann muss man einfach keine kaufen, man hat die noch. Man kann die Möhren ja auch gut lagern. Von daher finde ich, ist das schon eine gute Lösung. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.